Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, eventuell auch Lehrer, falls welche unter Ihnen sitzen sollten, ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Präsentation zu unserem Studiengang Antike Kulturen, den wir hier in Göttingen fächer- und auch fakultätsübergreifend anbieten. Mein Name ist Peter Kuhlmann, ich bin der Direktor des Zentrums für Antike Kulturen, der diesen Studiengang anbietet. Ansonsten bin ich aber eigentlich eher hauptamtlich Professor für lateinische und griechische Philologie. Aber das ist eins der Fächer, das in diesem Zentrum für antike Kulturen vertreten ist, und insofern mache ich hier für Sie diese Information. Das, was wir heute besprechen werden, das ist anhand einer PowerPoint-Präsentation ein Überblick über die Fächer, die in diesem Zentrum vertreten sind, und auch ein Überblick über die Struktur des ganzen Studiums. Also die Präsentation wird jetzt nicht so unendlich lange dauern. Sie sollen am Ende der Präsentation auch noch Zeit haben, selber Fragen zu stellen, und da können sicher noch die ein oder anderen Dinge geklärt werden. Dann vorweg vielleicht noch, dass ich das nicht am Schluss vergesse, es gibt auch eine Broschüre zu diesem Studiengang Antike Kulturen, und diese Broschüre ist unten an dem Informationsstand, den unser Zentrum für antike Kulturen im Erdgeschoss des Hauses hat, ausgelegt. Also da können Sie das, was Sie in der Präsentation heute erfahren haben, nochmal als Broschüre mitnehmen und zu Hause in aller Ruhe lesen. Ja, vielleicht eine allgemeine Information zunächst zu dem Studiengang. Der Studiengang antike Kulturen ist als Bachelorstudiengang ein sogenannter Monofachstudiengang. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie diesen Studiengang studieren möchten, im Grunde genommen ein Fach studieren. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass in diesem sogenannten Monofachstudiengang ungefähr 10 verschiedene Fächer integriert sind. Und das sind alles Fächer, die aus dem Bereich der Altertumskunde im weitesten Sinne kommen. Das heißt also, das werden Sie gleich im Einzelnen sehen, darunter fallen eben Fächer wie Griechisch, Latein oder Altorientalistik oder Ägyptologie oder auch Theologie in gewissem Sinne. Und die sind im Grunde genommen alle in diesem einen Studiengang integriert. Das heißt also, das ist ein Studiengang, der sich an ein Publikum richtet, das sich für das Altertum interessiert und die verschiedenen altertumskundlichen Fächer gern im Zusammenhang studieren möchte. Der Vorteil dieses integrierten Studiengangs ist, dass man von möglichst vielen altertumskundlichen Fächern relativ viel mitbekommen kann. Ein anderes Spezifikum dieses Studiengangs in Göttingen ist aber, dass man sich mindestens eins dieser Fächer als Schwerpunktfach wählen muss. Also die Einzelheiten zu der Punktverteilung und so, das ist für Sie als Schüler, glaube ich, noch uninteressant. Das lasse ich weg. Also ich werde nur so relativ allgemeine Informationen geben. Um ein praktisches Beispiel zu nehmen, viele von Ihnen interessieren sich vielleicht für die Kultur des alten Ägypten oder des alten Orients oder auch für alte Geschichte. Und diejenigen, die das tun, können dann eben dieses spezielle Fach als ein Schwerpunktfach innerhalb des Studiengangs Antike Kulturen wählen. Die anderen Fächer, die in diesem Studiengang mit integriert sind, werden dann allerdings auch durch freiwillige oder Wahlpflichtmodule, das heißt Veranstaltungen, mit berücksichtigt. Das heißt also, die können Sie nach relativ freier Wahl hinzuwählen, sodass Sie auch einen Überblick über andere Fächer bekommen. Dann gibt es noch einige wenige fächerübergreifende Vorlesungen und Veranstaltungen, die Ihnen sozusagen auch ein methodisches Know-how geben soll über die verschiedenen Bereiche, könnte man sagen, also methodischen Bereiche des Studiengangs. Sie werden sehen, dass in dem Studiengang Fächer vereint sind, die eher aus dem Bereich der Archäologie kommen und auch Fächer, die aus dem Bereich der Philologie, das heißt der Textwissenschaften, stammen oder auch mindestens ein Fach jedenfalls, was eben eine enge Anbindung an die Theologie hat. Und Sie sollten dann am Ende dieses Bachelorstudiengangs sozusagen über alle diese methodischen Bereiche relativ kompetent informiert und ausgebildet sein. Der Studiengang Bachelor Antike Kulturen, der umfasst normalerweise 6 Semester, schließt danach eben mit dem Abschluss Bachelor ab. Und danach können Sie in einen Masterstudiengang wechseln, also Master of Arts. Dieser Masterstudiengang kann weitergeführt werden, das heißt also, Sie können eben den Studiengang Antike Kulturen auch als Masterstudiengang nach 6 Semestern weiterführen. Sie können aber auch die Schwerpunkte, die Sie im Bachelorstudium gewählt haben, also zum Beispiel alte Geschichte
oder Latein oder Ägyptologie als einzelnes Masterfach gezielt und spezialisiert weiter studieren. Und das ist eben ein großer Vorteil dieses Studiengangs in Göttingen, wenn ich dafür mal etwas Werbung hier machen darf für den Studienstandort Göttingen. Das heißt also, Sie engen sich durch den Bachelorstudiengang Antike Kulturen in keiner Weise ein, sondern wenn Sie den Eindruck haben nach 6 Semestern, Ägyptologie, das hat mir am meisten Spaß gemacht, das habe ich jetzt auch als Schwerpunktfach innerhalb von Antike Kulturen studiert, dann können Sie auch im Masterstudium richtig auf das Spezialfach Ägyptologie wechseln. Gut, sehen wir uns die Fächer im Einzelnen an. Also hier haben Sie nochmal den Überblick der verschiedenen Bereiche, die angegeben sind. Also Sie sehen auch die Karte des Mittelmeerraums, der hier in allen möglichen Kulturen in dem Studiengang integriert und vertreten ist, und eben auch die inhaltlichen Bereiche, die ich eben angesprochen habe, Geschichte, Sprachen, Kulturgeschichte und Archäologie. Zeitlich gesehen ist der Studiengang auch sehr breit gefächert, wie Sie sehen. Also es wird nicht nur der gesamte Mittelmeerraum in Betracht gezogen, sondern die Kultur des alten Ägypten und des alten Orient beginnen ja schon ca. 3000 vor Christi Geburt. Das sind so die frühesten kulturellen Denkmäler, die in unserem Studiengang behandelt werden. Und der Studiengang reicht im Grunde genommen bis zur Spätantike, also bis zum Beginn des Mittelalters. Das wäre in einigen Fächerschwerpunkten wie Latein und Griechisch der Fall. Wenn Sie das wählen, dann kommen Sie eben fast bis an den Rand des Mittelalters heran. Ja, das erste Einzelfach, was ich kurz vorstelle, wir gehen jetzt die einzelnen Fächer kurz durch, das wäre die alte Geschichte. Die alte Geschichte ist in gewisser Weise vielleicht so ein bisschen das Kernfach unseres Studiengangs, weil man innerhalb der alten Geschichte diese ganzen alten Kulturen ja gut integrieren kann. Alte Geschichte, wenn man das als Schwerpunktfach studiert, beschäftigt sich hier in Göttingen vorzugsweise mit der Geschichte des antiken Rom und des antiken Griechenland. Allerdings ist im Augenblick durch Herrn Lehmann, den Lehrstuhlinhaber, auch noch ein relativ wichtiger Schwerpunkt in der Geschichte des alten Orients gegeben. Der methodische Schwerpunkt im Fach Alte Geschichte, jetzt im Gegensatz, sagen wir mal, zu den Fächern Latein und Griechisch, ist, dass man als Quellenmaterial archäologisches oder auch nicht literarisches Quellenmaterial viel beachtet. Das steht also im Mittelpunkt dieses Faches und entspricht also im Großen und Ganzen dem, denke ich mal, was Sie aus dem Schulunterricht an alter Geschichte kennengelernt haben. Wenn Sie das Masterfach antike Kulturen weiter studieren, dann ist allerdings alte Geschichte sozusagen der eigentliche Schwerpunkt des Studiums. Das bedeutet, dass Sie im Master of Arts mindestens die Hälfte der Module in diesem Bereich der alten Geschichte besuchen. Dann ein weiterer Schwerpunkt in unserem Studiengang, das ist die Spätantike. Das ist die Kultur der griechisch-römischen Antike vor allem, die dann schon christlich geprägt ist, aus der Zeit ungefähr des 3. Jahrhunderts bis zum 6. oder 7. Jahrhundert nach Christi Geburt. Das ist ein Schwerpunkt, der mit nur relativ wenigen Modulen, fächerübergreifend, aus dem Bereich Theologie, christliche Archäologie und klassische Philologie gewählt werden muss. Also da geht es vor allem eben um den Übergang der Kultur von der Antike zum Mittelalter, und hier steht eben das Christentum mit seinen literarischen und archäologischen Ausprägungen im Mittelpunkt. Christlicher Orient, das ist ein Teilbereich eigentlich der Theologie. Da sehen Sie dann auch, wie weit methodisch und inhaltlich unser Studiengang ausgreift. Es gibt das Teilfach Ökumenische Theologie hier in Göttingen in der Theologischen Fakultät, und das beschäftigt sich vorzugsweise mit dem, was man in der Schule, glaube ich, sehr wenig kennenlernt, nämlich mit den christlichen Konfessionen, die es früher in Osteuropa und im vorderen Orient, also auch so im Bereich des heutigen Iran oder Irak vor allem oder in Syrien gegeben hat und von denen Reste heute auch noch erhalten sind. Also das ist ein Raum,
der relativ früh christianisiert wurde. Und die christlichen Konfessionen, die damals in diesem Raum entstanden sind, also wie die Nestorianer oder meinetwegen auch die armenische oder syrische Kirche, existieren, auch wenn das in unserem Bewusstsein oft nicht mehr so präsent ist, auch bis heute fort. Und der christliche Orient beschäftigt sich eben vorzugsweise gerade mit diesem Bereich. Und da das eben auch eine enge Anbindung an die antike, auch griechisch-römische Kultur hat, ist das mit in unserem Studiengang integriert und kann eben auch als Schwerpunktfach studiert werden. Dann kommen wir zum mitältesten Fach in unserem Studiengang, der Altorientalistik. Die hat je nach Uni auch unterschiedliche Schwerpunkte. Das ist hier in Göttingen im Augenblick so, dass die sogenannte akkadische Literatur Schwerpunkt der Altorientalistik bildet. Das ist also vor allem die Literatur und Sprache des alten Babylon und Assyrien. Also die Literatur und Sprache, die auf Keilschrifttafeln vorzugsweise überliefert ist. Das ist also hier ein eher text- oder philologisch orientierter Studiengang, in dem Sie, wenn Sie das als Schwerpunkt wählen, Keilschrift lernen und eben auch diese alten orientalischen Sprachen. Und das können Sie dann auch im Masterbereich als eigenes Fach dann, wenn Sie das interessiert, weiter studieren. Und die kulturellen und literarischen Zeugnisse, die beginnen ja bei den Sumerern bereits, das heißt durchaus schon in der Zeit um 3000 vor Christi Geburt. Ähnlich alt ist der Teilbereich Ägyptologie. Das ist hier in Göttingen auch ein eher text-, also philologisch orientiertes Fach. Im Bereich Ägyptologie beschäftigen Sie sich mit der Sprache und der Literatur, aber durchaus auch mit der Archäologie des alten Ägypten, auch wieder beginnend so im ausgehenden 4. Jahrtausend oder 3000 vor Christi Geburt. Das heißt, der Sprache und Literatur, die in Hieroglyphen oder auch in demotischer Schrift und Sprache verfasst ist. Und damit gehört die Ägyptologie eben zusammen mit der Altorientalistik zu den besonders altertumskundlichen oder alten Philologien, die wir hier in Göttingen haben. Dann eng verwandt mit der Ägyptologie ist das Fach Koptologie. Das ist eigentlich auch wie die Ägyptologie ein einzelnes Fach, was man hier studieren kann. Viele von Ihnen können vielleicht mit dem Begriff Koptologie so gar nichts anfangen und es klingt eher kurios. Aber es hat viel mit Ägyptologie zu tun. Die Kopten sind nämlich im Grunde genommen die christianisierten alten Ägypter. Also auch in Ägypten ist die Christianisierung schon sehr früh vonstatten gegangen. Und die christliche Kirche in Ägypten, das ist die koptische Kirche. Die Schrift, die die Kopten für ihre eigene Kultur und Kirche verwenden, ist allerdings nicht mehr die altägyptische Schrift. Das heißt also, insofern ist das, wenn man so will, etwas leichter. Sie müssen nicht die schwierigen Hieroglyphen oder demotische Schrift lernen, sondern Sie brauchen einfach nur die griechische Schrift praktisch zu lernen. Und darin lernen Sie im Grunde genommen eine Spätentwicklung der altägyptischen Sprache kennen. Der Inhalt dieser Texte ist dann entsprechend auch ganz anders als in der Ägyptologie. Also in der Ägyptologie hat man mit mythologischen Texten oder, wenn man so will, schöngeistiger Literatur zu tun, aber auch mit vielen Urkunden aus dem Bereich Recht und Steuerwesen. Im Bereich der Koptologie hat man dagegen mit christlichen Texten zu tun, die eben diese Konfession der koptischen Kirche in besonderer Weise widerspiegeln. Und der zeitliche Rahmen, in dem sich die Koptologie bewegt, das ist eben die Zeit kurz nach Christi Geburt bis zur Spätantike, also so bis zum 7. Jahrhundert in etwa. Dann kommen wir in den Bereich meiner eigenen Fächer. Das ist erstmal griechische Philologie als etwas älteres Fach. Vielleicht gibt es einige unter Ihnen, die Griechisch auch in der Schule schon gelernt haben. Das ist also das Fach, das sich mit der Sprache und der Literatur des alten Griechenland beschäftigt. Das ist also der Zeitraum beginnend bei Homer, also so circa im 8. Jahrhundert vor Christi Geburt, bis über die große klassische griechische Literatur, wo man also zum Beispiel Platon liest oder die großen Tragödiendichter Sophokles, Aischylos oder Euripides, oder auch teilweise hellenistische Literatur oder kaiserzeitliche Literatur. Also das ist das Fach, was vielleicht von all den hier vorgestellten Fächern die vom Umfang her größte Literatur
hervorgebracht hat. Für diesen Studiengang gilt so ähnlich wie für Koptologie, Ägyptologie und Altorientalistik, das kann man vielleicht hier gleich vorwegschicken, Sie müssen nicht unbedingt mit Sprachkenntnissen selbstverständlich in diesen alten Sprachen an die Uni kommen. Das wäre vielleicht sonst auch gleich eine Frage von Ihnen gewesen. Das sind alles Fächer, wo Sie die jeweiligen Sprachen erst in der Uni nachstudieren oder nachstudieren können. Also bei Griechisch mag es in dem einen oder anderen Fall sein, dass Sie schon mit Griechischkenntnissen aus der Schule kommen. Ist das aber nicht der Fall, können Sie genauso selbstverständlich wie in der Altorientalistik diese Sprachen in Kursen hier an der Uni nachlernen. Und da werden Sie dann eben auf den Stand gebracht, dass Sie diese Texte im Original auch lesen und übersetzen können. Dann, das wird Ihnen vertrauter sein, die meisten von Ihnen werden das sicher aus der Schule kennen, lateinische Philologie, das ist eben einfach ganz normal das Fach Latein. Das heißt also, das beschäftigt sich mit der Sprache und Literatur der Römer. Das beginnt ungefähr im 3., 2. Jahrhundert vor Christi Geburt, kann man sagen. Und so ähnlich wie in der griechischen Philologie beschäftigen wir uns da sowohl mit heidnischer, klassischer Literatur als auch mit christlichen Autoren, sodass es hier wieder enge Anbindungen zu den Bereichen Spätantike oder christlicher Orient gibt. Und das ist ein Zeitraum, der so ungefähr bis 600 nach Christi Geburt ungefähr geht, der bei uns behandelt wird. Und die beiden Fächer griechische und lateinische Philologie, das sind ganz typisch literaturwissenschaftliche Fächer. Das heißt also, das sind Fächer, die für Leute interessant sind, die einmal sich für die Sprachen Latein und Griechisch interessieren, aber eben auch Interesse an schöner Literatur im weitesten Sinne haben. Also zentrale Autoren, die hier in der lateinischen Philologie behandelt werden, sind etwa Cicero, den Sie vielleicht aus der Schule kennen, oder auch Sallust oder Ovid, kennen einige von Ihnen vielleicht aus der Schule, oder auch Vergil oder auch Seneca. Das sind so Autoren, die sowohl in der Schule als auch hier an der Uni in diesen Fächern eine relativ zentrale Rolle spielen. Dann das Fach klassische Archäologie. Das ist ein Bereich, den man weniger eigentlich aus der Schule kennt, als mehr von Exkursionen, Studienfahrten oder Urlaubsfahrten. Das ist also der Bereich, der die materiellen Hinterlassenschaften der griechisch-römischen Antike behandelt, nämlich die antike Architektur oder antike Statuen oder überhaupt im weitesten Sinne die antike Bildkunst. Die Universität Göttingen ist hier im Bereich klassische Archäologie besonders prominent vertreten. Es gibt nämlich hier in Göttingen als Unikum eine riesige archäologische Sammlung, eine Gipsabgusssammlung. Und man kann sagen, dass alle wichtigen und auch sehr, sehr viele nicht ganz so wichtige antike Kunstwerke in Statuenform oder Reliefform als Gipsabdruck in dieser riesigen Göttinger Sammlung erhalten und nachgebildet sind. Deshalb ist Göttingen, muss man sagen, für das Studium der klassischen Archäologie, sei es als einzelnes Fach oder als Schwerpunktfach innerhalb des Studiengangs Antike Kulturen, ein besonders geeigneter und guter Studienort. Ein Schwerpunkt ist, egal wo Sie das studieren, immer der Bereich der griechischen klassischen oder der römischen klassischen Kunst. Das heißt also ungefähr der Zeit vom 7. Jahrhundert vor Christi Geburt, kann man sagen, auch wieder bis zur Spätantike, bis ungefähr zum 6. Jahrhundert nach Christi Geburt. Dann als letztes Teilfach die Ur- und Frühgeschichte. Sie sehen hier ein sehr treffendes Bild, eine Mumie, die mehr aus dem nordeuropäischen Bereich stammt. Damit sehen Sie so ungefähr, womit Sie sich in der Ur- und Frühgeschichte befassen, aber nicht nur mit mumifizierten Leichen aus dem alten Germanien, sondern mit allen archäologischen Hinterlassenschaften, die jetzt nicht zum griechisch-römischen Bereich gehören, sondern aus dem Bereich Mitteleuropas und Nordeuropas, die Hinterlassenschaften der Germanen und der Kelten sind oder auch hier, das ist so ein Göttinger Schwerpunkt, der frühen slawischen Besiedlungen. Also insofern ist das vielleicht auch eins der Teilfächer im Rahmen der antiken Kulturen, das so eine gewisse Sonderstellung einnimmt, weil es nicht immer mehr so einen ganz engen Bezug jetzt zur eigentlichen antiken Mittelmeerwelt hat.
Die Ur- und Frühgeschichte ist aber eben trotzdem als wichtiges Schwerpunkt und Teilfach in unserem Studiengang antike Kulturen integriert. Und das ist noch stärker als die klassische Archäologie, das, was man sich vielleicht als Schüler unter Archäologie vorstellt. Also das ist ein Fach, in dem man auch selber viel auf Grabung gehen muss. Also jemand, der sich für sowas interessiert, der gerne Praktika vielleicht in Museen macht, aber vor allem auch selber mal Ausgrabungen machen will, für den ist dieses Fach genau richtig. Und man muss auch nicht so weit fahren, wie jetzt im Bereich klassischer Archäologie, was ja bis in die Türkei ausgreift, sondern der Bereich Ur- und Frühgeschichte ist eben auf Mittel- und Nordeuropa dann hier in Göttingen beschränkt. Und Ausgrabungen eben zu Germanen oder auch zu Kelten, die hier in Deutschland stattfinden, die werden von diesem Fach Ur- und Frühgeschichte eben gemacht. Gut. Wir gehen einfach nur noch mal kurz die Bilder durch. Also da ist jetzt einfach nur das angegeben, was Sie in der Broschüre auch sehen können. Das ist im Grunde genommen derselbe Text, den Sie hinterher in der Broschüre sehen. Also da sind noch mal die möglichst aussagekräftigen Bilder, die Sie eben in der Gesamtpräsentation gesehen haben. Ja, dann die Frage eben, wie geht es nach dem Bachelor weiter? Das hatte ich eben schon etwas angesprochen. Es gibt einmal Masterstudiengänge. Man sollte vielleicht in diesem Zusammenhang sagen, dass Sie alle diese Fächer oder fast alle diese Fächer, die hier angegeben sind, auch als einzelnes Fach für sich getrennt studieren können. Also Sie müssen nicht Ägyptologie unbedingt im Rahmen von antike Kulturen studieren. Sie können auch antike Kulturen als eigenes Bachelorfach studieren. Dasselbe gilt für Latein oder Griechisch. Das ist möglich. Aber Sie können die Fächer eben auch im Rahmen von antike Kulturen studieren und dann in der Masterphase in der Masterphase dann eben in dieses Einzelfach Latein oder Griechisch oder Ägyptologie einsteigen. Dann ist das Studium, das ist vielleicht für Sie jetzt auch ganz interessant, etwas allgemeiner noch, wie ist das eigentlich so gedacht vom Wissenschaftsministerium oder von der Landesregierung, wie stellt man sich das vor? Man hat ja früher in meinen Studienzeiten normalerweise mindestens 5 Jahre studiert und dann einen Magister- oder Lehramtsabschluss gemacht. Sie können ja schon nach 6 Semestern Ihren Abschluss machen und mit einem Bachelorabschluss im Bereich antike Kulturen haben Sie im Grunde genommen schon einen berufsqualifizierenden Abschluss. Je nachdem, welches Teilfach Sie studieren, müssen Sie ja auch Praktika machen oder an Ausgrabungen teilnehmen. Das ist also auch die Phase, wo Sie schon Kontakte zu zukünftigen Arbeitgebern aufnehmen können. Also sei es, dass Sie vielleicht mal im Verlag ein Volontariat haben. Hier in Göttingen gibt es Verlage, da ist sowas relativ leicht möglich. Oder Sie machen Praktika in Museen und können dadurch schon Kontakte zu späteren Arbeitgebern in Museen aufnehmen. Oder Sie lernen bei Grabungen Institutionen kennen, die später dann auch Ihre Arbeitgeber sein werden. Das ist dann oft die öffentliche Hand. Dann die Berufsaussichten, ja, insgesamt sind hier nochmal aufgeführt. Ein Punkt, der für viele, für Sie vielleicht auch in Frage kommt, wäre dann auch noch Tourismus oder Journalismus. Das ist natürlich auch nicht ganz zu verachten. Also viele Reiseleiter, die professionell geführte Touren mit Touristen unternehmen, müssen natürlich auch eine fundierte Ausbildung haben, damit sie interessierten Touristen Auskunft geben können über eventuelle archäologische Hinterlassenschaften. Insofern ist das natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und Journalismus, Fernsehen oder Presse sind durchaus auch Arbeitsfelder, die man für studierte Geisteswissenschaftler durchaus auch mit dem Abschluss Bachelor of Arts haben kann. Dann das, was als erstes angegeben wurde, Laufbahn an der Universität. Das ist im Grunde genommen das Originäre, das heißt das Eigentliche, was man früher mit einem Magisterabschluss angestrebt hat. Jetzt ist es allerdings so, dass unser Studiengang Antike Kulturen hier in Göttingen recht gut ausgelastet ist, also irgendwie zu 130% ungefähr. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass nicht alle erfolgreichen Absolventen, die dann vielleicht auch in die Masterphase noch übergegangen sind und auch den Master erfolgreich abgeschlossen haben und nach dem Master noch im Fach oder in einem Teilfach eine Promotion angefertigt haben, unbedingt eine wissenschaftliche Karriere danach noch anschließen können. Also es ist dann doch für viele
die Karriere an der Universität erstmal vorbei, weil es im Bereich dieser relativ kleinen altertumskundlichen Fächern nicht so besonders viele Stellen gibt, sodass man also auch diesen ganzen Katalog von Stellenangeboten, der hier aufgeführt ist, das wäre so meine persönliche Empfehlung an Sie, immer im Hinterkopf bewahren sollte. Und man sollte von daher auch relativ frühzeitig Kontakte zu bestimmten anderen Institutionen sich warm halten, um eben auch, was den Beruf angeht, relativ flexibel zu bleiben. Ja, damit bin ich selbst auch am Ende meiner Präsentation angekommen und würde Sie jetzt bitten, falls da was offen geblieben ist, noch Fragen sein sollten, dann gezielt jetzt Fragen an mich zu richten. Ja? Ach so, da kommt ein Mikrofon. Ja. Ja, ich wollte fragen, wie lange so ein Masterstudium dann dauert. Also Sie haben gesagt, Bachelor 6 Semester und das Master dann? Das Masterstudium dauert normalerweise 4 Semester. Und das ist auch so konzipiert von unserem Studienplan her, dass man das in der Regel schaffen kann. Das heißt also, die Gesamtstudiendauer, Bachelor und Master zusammengenommen, sind dann 10 Semester in der Regel. Welcher der angewählten Fächer sind zumeist praktisch bezogen? Also es gibt ja viele bestimmt, die nur auf Vorlesungen und Selbstarbeitung beruhen, aber welche Fächer sind denn so mehr praktisch? Ja, also das am allerpraktischsten ausgerichtete Fach, das ist die Ur- und Frühgeschichte, weil man da wirklich mit Material zu tun hat und selber auf Grabung gehen muss. Also da, das ist ein Fach, wo man auch mal ins Schwitzen kommt, körperlich. Und das unterscheidet sich insofern ganz stark von den Fächern griechische oder lateinische Philologie. Da fällt das weg. Da kommt Ihr Kopf zum Rauchen, aber Ihre Muskeln setzen Sie da weniger ein. Dann die klassische Archäologie ist durchaus auch ein Fach, was sehr praxisorientiert ist, weil Sie da auch mit Material zu tun haben, was Sie selber einordnen müssen, klassifizieren müssen. Und auch da haben Sie die Möglichkeit, auf Grabung zu gehen. Allerdings gibt es in diesem Bereich, das gilt auch für die Ur- und Frühgeschichte selbstverständlich auch, immer einen starken theoretischen Anteil, wo Sie auch eben Sekundärliteratur zur Kultur der Kelten lesen müssen oder zur griechisch-römischen Geschichte in der Archäologie und wo Sie auch mit einem bestimmten theoretischen Instrumentarium an das Material herangehen müssen. Aber ich würde sagen, diese beiden Fächer Ur- und Frühgeschichte und dann etwas weniger klassische Archäologie, die sind am allerpraktischsten ausgerichtet. Ja, hier unten sehe ich eine Frage. Hier, ganz unten in der ersten Reihe. Für das Fach Alte Geschichte braucht man dazu das große Latinum? Nein, also für das Fach Alte Geschichte reicht das Latinum aus und das kann man auch während des Studiums noch nachholen. Also das ist keine Zugangsvoraussetzung. Gilt das auch für lateinische Philologie? Da ist das etwas anders. Also im Bereich lateinische Philologie ist die Zugangsvoraussetzung das kleine Latinum. Und wenn Sie das nicht haben sollten, dann müssten Sie sich an sich darum kümmern, das vor Studien oder vor Studienbeginn eben das nachzuholen. Aber das ist tatsächlich so im Bereich der lateinischen Philologie. Da haben wir insgesamt auch deutlich mehr Bewerber, als wir aufnehmen können, sodass da eben diese Hürde dann doch da ist. Das ist das einzige Fach, was eben dann doch so eine sprachliche Hürde hat. Ja, Sie haben jetzt gesagt, dass es christlichen Orient einfach ist. Und Sie haben ja gesagt, die antiken Kulturen beziehen sich auf Europa, Vorderasien und Nordafrika. Gibt es denn auch noch Geschichte, die vor dem christlichen Orient ist, über den Orient? Oder fängt das erst mit dem christlichen Orient an? Ja, also das ist dann das Fach Altorientalistik. Das behandelt auch natürlich die Geschichte des alten Orients. Also das spielt auch eine Rolle wegen der Textzeugnisse, die in der Altorientalistik überliefert sind. Also in der Altorientalistik, da wird Frau Professor Zgoll auch gleich noch was zu sagen, gibt es eben auch historiografische Texte in großem Umfang, sodass das einen relativ breiten Raum im Studium einnimmt. Aber ich glaube, da kann ich an meine Kollegin gleich das Wort weiterreichen. Auf diese Frage kann ich ganz gerne gleich antworten. Ich kann Sie einladen, dass Sie im Anschluss an diese Präsentation
Präsentation nachher gleich in diesem Hörsaal bleiben oder wieder zu diesem Hörsaal zurückkommen. Ab 11.15 Uhr findet hier die Schwerpunktvorstellung, die Vorstellung des Schwerpunkts Altorientalistik statt, die gleichzeitig auch eine Vorstellung des Bachelor Altorientalistik sein wird. Und das ist auch extra so konzipiert, dass Sie nicht die Gesamtzeit hier sitzen müssen, um die wichtigsten Informationen mitzukriegen, weil ja viele Veranstaltungen parallel laufen, sondern dass Sie in 10 Minuten schon das Allerwichtigste mitnehmen können. Und dann kommt eine kleine Fragepause und da können dann die, die in andere Vorstellungen gehen möchten, gerne dann den Raum auch verlassen. Ich würde nur darum bitten, dass Sie sich dann strategisch praktisch setzen. Aber zur Altorientalistik kann man sagen, das ist ein fantastisches Fach. Die ältesten Texte der Menschheit, wenn Sie so wollen. Es gibt sozusagen nichts, was es nicht gibt. Ja, ich glaube, dann sind offenbar alle offenen Fragen beantwortet, wenn ich das recht sehe. Gut, ja, dann nochmal mein Hinweis eben, Sie können diese Präsentation auch in Heftform unten im Erdgeschoss bei dem Stand, den unser Zentrum für antike Kulturen da aufgestellt hat, auch gerne mit nach Hause mitnehmen und da können Sie sich das zu Hause nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag heute hier in der Uni Göttingen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.